Also, Rako Itio ist der Sohn des Anführers eines Yakuza-Clans, aber anstatt in der Zukunft die Position des Vaters weiterzuführen, will er studieren und einen anderen Beruf ausüben. Die Bandenmitglieder überwachen ihn Tag ein, Tag aus, weshalb er auch sehr wenige Freunde hat. Doch einer seiner wenigen Freunde ist die schüchterne Kosaki Onodera, die zugleich auch in Rako verliebt ist. Was sie aber nicht weiß, ist, dass Rako genauso verliebt ist in sie, wie sie in ihn. Eines Tages kommt ein ausländisches Mädchen namens Chitoge Kirisaki in Rakus Klasse. Kurz zuvor hat Rako jedoch bereits Bekanntschaft mit ihr gemacht, was ihm aber nicht als positives Ereignis hängen geblieben ist. Ab da an geraten Chitoge und Rako immer wieder in heftige Streitigkeiten. Doch um dem Ganzen noch die Krönung aufzusetzen, erfährt Rako, als er nach Hause kommt, von seinem Vater, dass er mit der Tochter eines anderen Yakuza-Clan-Anführers einer Beziehung vortäuschen soll, damit die Streitigkeiten zwischen den Clänen nicht eskalieren.